Und damit herzlich willkommen zurück zu Art of Rally. Ich dürfte jetzt ein bisschen lauter sein. Ich habe eben mit Freddy mal ein bisschen rumprobiert. Ich bin mir zugegebenermaßen nicht mal sicher, auf welcher Lautstärke-Stufe ich jetzt stehe. Sekunde, ich schaue einmal ganz kurz nach. Also, ne, auch für Freddy zur Information, ich stehe jetzt auf 66. Also auf plus 4 dB. Wenn ich jetzt ein bisschen übersteuere oder zu laut bin, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann würde ich umstellen auf 0 dB. Ich glaube, das mache ich zum nächsten Part sowieso mal. Ich höre mir den heutigen auch nochmal an. Allerdings ja, ist das hier mit dem Ausschlag in OBS nicht so ganz einfach, weil wir ja mit Suka, wie heißt nochmal hier der Gebumsel, Kompressoren arbeiten. Wir starten heute in die Gruppe B. 1982, eine Rallye, 4 Etappen. Das war der Wendepunkt. Lockerere Regeln ermöglichten, dass das vorher schrittweise Anheben der Leistung viel schneller vonstatten ging. Was dazu führte, dass die Autos sehr viel höhere Geschwindigkeiten erreichen konnten, die man bisher nur auf Asphalt gekannt hatte. Die Fahrer mussten nicht nur ihr Können beweisen, sondern auch ihren ganzen Mut und ihre Unerschrockenheit aufbieten. Es waren goldene Jahre. Wir haben 5 Rallyes, 5 Jahre. Beziehungsweise wir haben einmal 2, einmal 3. 5 Jahre, einmal 2, einmal 3. Okay, wir gucken mal nach, wann wir welches Auto spielen. Würde ich mal sagen. Wir haben zur Auswahl 48.000 Autos. Den würde ich sehr gern fahren. Das ist 1. Den würde ich auch sehr gern fahren. Das ist 2. Den würde ich auch sehr gern fahren. Das ist 3. Den würde ich auch sehr gern fahren. Das ist 4. Den eigentlich auch, das wäre 5. Aber den selbstverständlich auch, das wäre 6. Wobei das ein 4S ist, also das ist ein. Ne, das ist nicht ein Integral, ein HF-Integraler. Aber schon geil. Das wären 6. Weiß ich nicht. Und den habe ich noch gar nicht angesprochen, ne? Fuck, ey. Also nochmal, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, im Zweifel lassen wir den 502 raus und fahren den hier als Kleinwagen. Ich glaube, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich den hier in zwei Rennen fahren will. Und den hier in 3. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es könnte richtig scheiße laufen, weil das ja halt noch ein Heckantrieb ist. Alle anderen Erfolgreichen in der Klasse waren ja schon Allrad. Aber ich glaube, ich gebe dann Fick drauf und mache das einfach trotzdem. Schauen wir mal. Wir gehen heute mit dem 4R6 rein. Der 4R6 gewinnt den Preis zur süßesten Gruppe B-Ikone. Er hatte einen von dem legendären Formel 1 Ingenieur bewusst ohne Turbo entworfenen Motor, um ein Turboloch zu vermeiden. Neben Karosserieteilen, die ein Kampfjet-Designer entwickelt hatte, war ein Flugsicherungssystem für höhere Stabilität und ein Radar zum frühzeitigen Erkennen von Zuschauermengen an Bord. I smell Bullshit. Beide Allrad, ja, okay. Ich würde sagen, wir fahren den 4R6. Renault. Meine ich zumindest. Renault R6 müsste das sein. V6 im Heck. 440 PS Sauger. Let's go. Ich glaube zumindest, dass bei dem der Motor im Heck war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kenia. Mal wieder. Afrika Rally. Mount Kenia. Etappe 1 von 4. Let's go. 6,7 Meilen auf Erde und wir beginnen die Etappe. Verspätung oder so. Allrad merkst du natürlich direkt, er fährt super. Bisschen kurzer Radstand, das merkt man auch. Aber Bums ohne... Upsi.
Bums ohne Ende merkt man halt auch, ne? War aber auch echt böse Leistung für den Sauger, Alter. Wenn man überlegt, der Turbo, der, ne, der 205, der 502, hat nur 3 PS mehr gefühlt. Ich muss sagen, der liegt mir nicht ganz so gut, denke ich mal, weil der echt einen kurzen, also der hat halt, ne, Radstand so wie ein Fahrrad. Also ein sehr kleiner, so wie so ein Kinderrad, würde ich fast sagen, wie ein BMX oder sowas. Ja, Fisch, du könntest auch auf der Straße fahren, ne? Peng! Let's go, Alter. Meine Fresse, ey. Der ist auf jeden Fall zügig unterwegs. Es gibt noch ein Achievement, 200 km/h zu erreichen. Das ist auch einfach nur eine Frage der Zeit und der Strecke, würde ich sagen. Bin mir gar nicht ganz sicher, wie viel 200 km/h sind in Meilen. 140 oder so? Grob geschätzt. Theoretisch müsste es ja irgendwie 120 sein, 125 wahrscheinlich. Kurz mal gucken, ob ich hier ein Foto mache, auch wenn wir da safe gleich reincrashen. Ein ganz geiles Bild, aber weiß ich noch nicht so viel aussagekräftig, muss ich sagen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Vielleicht machen wir noch eins. In Sprüngen mag ich ja immer ganz gerne, obwohl das immer ein bisschen komisch aussieht, finde ich auch. Aber irgendwie halt auch geil. So. Also ein S2 muss ich auf jeden Fall fahren, ne? Das ist ja auch nicht logisch. Weil einfach eine unglaubliche Rallye-Ikone. Für mich zumindest eine der stärksten Rallye-Ikonen. Gerade von Audi so auf jeden Fall das stärkste. Mich jetzt nicht unbedingt das ikonischste Auto, weil 07. Okay. 037 ist für mich halt auch einfach ultra ikonisch. Oder ein Delta Integral, ein Delta S4. Ein Stratos. Wobei ich einen Stratos nicht so geil finde wie ein 037. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und übrigens, um nochmal kurz was aufzuklären, was ich im letzten Part komplett, oder im vorletzten war es, glaube ich, komplett umverkackt habe. Eine Alphetta GTV gab es selbstverständlich doch als Turbo. Nämlich als Turbo Delta. 500 Stück grob, über den Daumen geschätzt. Habe ich auch nochmal in meinem Buch nachgelesen, was ich vom GTV habe. Dass das eine kleine Serie war, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Also als Freddy das geschrieben hatte, dachte ich mir so, ja okay, aber das war ja nur eine Rallye-Version. Ja, und weil Homologation haben sie davon 500 Stück gebaut. Also angeblich, ob es davon wirklich nur 500 Stück gibt. Sagen wir mal so, es soll ja auch, ich glaube, 250 oder 500 037 geben. Zweifeln wir das mal an. Ich glaube, es gibt ziemlich genau die Hälfte oder so. Ja, dementsprechend Asche auf mein Haupt, dass ich da kompletten Quatsch erzählt habe. Selbstverständlich gibt es den als Rallye, selbstverständlich gibt es den als Turbo. War dann aber ein 2 Liter, also nicht so wie im 75er, ein 1,8er. Keine Ahnung, welchen Motor die dafür genommen haben. Welchen Motor. Wahrscheinlich den Nord 2 Liter. Aber weiß ich nicht genau. Aber ich muss sagen, die Karre fährt sich echt gut, aber ist halt sehr kurz, ne? Ich stoß gerade ein bisschen Getränk wieder auf, sehr ekelhaft. Bah, Entschuldigung. Meine Güte, ey. Eieieiei. Oh, ich habe schon ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Also mir ist auch gleichzeitig ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, ich feuer mir gleich erstmal so ein schönes Stück Kuchen rein. Ein Leckerschmecker, Alter. Danke, Dennis G., ne? Einfach der smarteste Fisch. 4 Minuten 30. Meine Fresse, war ich langsam, ey. Eieieiei, auch nur Zweiter geworden. Um 3,5 Sekunden. Ja, okay. Walter Roll fährt wieder mit. In das Hammer V2, selbstverständlich. Wir setzen mal fort. In die Etappe 2. 2,7 Meilen immerhin nur. Also kürzer. Deutlich. Lake Nakuru. Let's go. 2,7 Meilen. Wenn ich vielleicht nicht verkacke, soll es auch was werden. Alter Schwede, ey.
shit. Komm bitte wieder gerade. Ich denke mal, das war schon der erste Platz. Ich hätte es cool gefunden, wenn, also das Spiel wird wahrscheinlich einfach nur die NPCs oder die Gegner, ne, random berechnen, schätze ich mal. Wäre halt cool gewesen, wenn die sich auch ein bisschen auf die Ergebnisse aus den damaligen Jahren bezogen hätten. Weil ich glaube, das sind alles so Fahrer aus den damaligen Jahren. Wäre halt arschwitzig, wenn sie sich auf die Ergebnisse bezogen hätten. Gibt's ein paar XP hier im Spiel? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich glaube, das sind eher so europäische Strecken hier alles. Ich weiß auch gar nicht, was die in Amerika außer Pikes Peak noch gefahren sind. Da bin ich leider zugegebenermaßen komplett raus. Ich kenne mich in der Rallye-Historie jetzt allgemein nicht so übermäßig gut aus. Noch weniger als in Formel... Noch weniger kenne ich, glaube ich, nur in Formel 1 aus. Also was heißt nur in Formel 1? Allgemein kenne ich in Rennserien jetzt nicht übermäßig gut aus. Ja, in der Rallye vielleicht noch so mit am besten, was die Autos zumindest angeht. Dass ich die meisten Fahrzeuge da zumindest optisch auseinanderhalten kann. Das ist, glaube ich, auch ganz cool, ne? Und durch. 1,24,391. Dritter geworden, Junge. Alter Schwede, ey. Aber. Itokai. Oh, Walter Roll hatte aber Probleme, ne? Warte. Was war das? Falscher Aufschrieb. Ah, RIP Walter, ey. Und Ari war Hahnen? Ari war Hahnen. Wann Hahnen? Ah, Gott, ey. Ari Vatan gab auf. RIP, Junge. Bin gar nicht sicher, ob der, Ich glaube, der ist Lancia gefahren, oder? Weiß ich gar nicht, ob der wirklich Lancia gefahren ist. Karura. Etappe 3 von 4, 7,4 Meilen, Alter. Achso, ja, Reparaturen. Ich glaube, um 100% hier zu machen, werde ich mir die ganzen... hier so kaputt durchs Ziel fahren und ein Auto einen Totalschaden fabrizieren. Das werde ich, glaube ich, offscreen machen. Also ohne euch dann. Okay. Oder ich mache es hier gleich mal. Einfach der smarte Fisch. Erstmal Vollgas gegen Steinhämmern. Es ist aber auch dunkel, ich sehe nichts. Ja, Lichttechnik zur damaligen Zeit. Die haben zwar hier ohne Ende Licht dran geflackt. Aber ich glaube, wenn du heute einen normalen LED-Scheinwerfer nimmst, macht er schon mehr Licht als die mit ihren 12 Zusatzbeleuchtungen. Alter, was mache ich denn hier, Junge? Ich fahre mir hier aber auch was zusammen, ey. Meine Güte, ich sehe mehr als 2 Meter sehe ich nichts. Egal. Wir kommen schon an. Ich komme gerade nicht drauf, wie die legendärste, oder wohl die legendärste Fahrt von Walter Röhrl heißt. Das war ja dieses nebelige Ding, wo er den Kontrahenten in einem Rennen irgendwie alle Zeit abgenommen hat. Das Wunder von... Na, komme ich nicht drauf, scheiße. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst oder gegoogelt habt. Immer gern gesehen. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Das war auf jeden Fall, ich glaube, so im Rallye-Sport eine der krassesten Sachen, die passiert ist. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viel Zeit er denen da abgenommen hat. Ich würde jetzt grob mehrere Minuten sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das war auf jeden Fall komplett krank, Alter. Die legendäre Nacht von irgendwas oder so. Ja, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich hoffe, es steht nachher in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen. Meine Güte. Also heute wird das mit der Daily auf jeden Fall auch nichts. Eventuell ja morgen zur Weekly noch dazu. Kommt ein bisschen drauf an, wie lang die Weekly wird. Muss ich auch mal gucken. Oh Gott, Alter. Da wollte ich gerade 200 km/h schaffen. Dann habe ich ein bisschen zu sehr darauf konzentriert, schneller zu werden und habe die Kurve, na, sagen wir, spät gesehen. Dürfte aber auch kurz vor 200 km/h gewesen sein. Egal.
Ich würde sagen, wir fahren das hier jetzt ganz entspannt mal zu Ende. Gucken, ob wir vielleicht dieses Mal eine etwas bessere Positionierung haben. Meine Güte. Ich weiß noch, dass hier sind wir auch schon mal vorwärts und rückwärts gefahren, meine ich. Die Strecke hier. An die zwei Wasserpassagen erinnere ich mich. Allgemein finde ich die Strecken ganz gut eigentlich. Die sind sehr unterhaltsam. Die Autos eigentlich auch immer ziemlich geil. Ich meine, ne, dass die einfach ja, quasi alle Rallye-Ikonen hier ins Spiel eingebaut haben, ist halt einfach ultra geil. Ne? Ich kann absolut damit leben, dass die hier auch nicht ein Real Name haben. Also Klarnamen, nennen wir es einfach mal. dass die da jetzt nicht irgendwie noch 400 Unternehmen angeschrieben haben, ob die da irgendwie das benutzen dürfen und was sie dafür zahlen müssen und so. Ich glaube, hier steckt auch ein relativ kleines Entwicklerstudio hinter. Aber finde ich mega geil. Also du erkennst ja fast alles auch einfach so. Ja, das sind halt alle so markant und einzigartig. Was ich auch krass finde, Alter. Also damals hat halt jeder Hersteller was komplett Eigenes auf die Beine gestellt. Es gibt wenige Autos, die sich ähnlich sehen. Heutzutage stellt man Mercedes neben einem BMW, neben einem Audi. Und die sehen eigentlich alle gleich aus. Da gibt es aber total viele Unterschiede. Ja, ach wirklich, Mensch. Ja, aber die sehen halt schon grob gleich aus. Und das war halt früher überhaupt nicht so. Erster geworden, Ehre. Und Walter auch ein bisschen besser unterwegs, aber immer noch scheiße. Zusammenstoß mit einem Tier. Au, scheiße, Alter. Und Ari Van Hane gab wieder auf. Naja. Let's go. Letzte Rallye. Letzte Etappe. Am Abend auf Erde. 3,6 Meilen. Nicht so weit. Können wir schaffen in der Zeit. In Dere Island. Ja, 3,5 Meilen. Habe ich 3,6 gesagt? Ich glaube, ja. Meine Güte, ey. Aber auf so Rallye-Karren hätte ich auch mal richtig Bock, ey. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Ich weiß ja nicht mal, wie es aktuell heißt. Ist es aktuell die ITCS? Ist es aktuell die ITCC? Oder die ITC? Oder ist die ITC die DTM? ITC ist DTM, ne, ich bin dumm. International Tourcar Championship, ja, okay. Wie heißt denn die Rallye aktuell? Also es gibt noch eine Rallye, das weiß ich. Da habe ich mir auch schon mal ein paar Termine angeguckt, ob man da nicht hinfahren würde. Und das Einzige, was in Frage kommt, wo ich eventuell Zeit hätte und was in der Nähe wäre, ist in Polen. Ich glaube, darüber habe ich auch schon mal ein paar geredet, dass ich daran überlege, da hinzufahren. Muss ich mal gucken. Kommt auch ein bisschen drauf an, wann das genau ist. Da muss ich nochmal schauen. Will ich die Tage auf jeden Fall nochmal machen. Leider während der Rallye Deutschland, also die Rallye Deutschland ist glaube ich mitten im Winter. Da könnte man natürlich auch mit bei sein, aber da ist halt kalt. Weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Peng. Ja, also die Karre ist auf jeden Fall nicht das allerbestfahrenste Auto, aber auch weit entfernt vom schlechtesten. Allrad rettet hier viel. Auch den kurzen Radstand. Ich glaube, der kurze Radstand hat so ein Auto einfach anspruchsvoll zu fahren gemacht, aber halt auch richtig, richtig schnell in Kurven. Meine Güte, Alter. Also in der freien Fahrt sehe ich überhaupt kein Problem, 200 Meilen oder 200 km/h drauf zu kriegen. 200 Meilen können schwierig werden. Aber ich glaube, für das Achievement muss das in einem Rennen passieren. Ich glaube, es heißt nämlich Reach 200, ich glaube es ist auch KPH, in a Race oder in a Rally oder in a sowas. Bin ich mir jetzt aber gar nicht ganz sicher. Ich bin ja eigentlich nicht so der übelst krasse Achievement-Hunter, das mache ich eigentlich nur in relativ wenig Spielen. Nicht so wie Freddy, der das einfach in fucking jedem Lego-Spiel gemacht hat. Let's go, Alter. 2.24.326. Damit sind wir Erster geworden. Ja, Ari Van Hanen hat komplett aufgegeben, oder Van Hanen. Ich würde sagen, wir haben das ganz gut geschafft.
58 Sekunden vom zweiten. Damit haben wir die Rallye Kenia als erster gewonnen. Mit 50% Etappensiegen und 100% Neustarts. 25 Punkte gemacht. Damit haben wir die Gruppe B 82 als erster gewonnen. Mit 50% Etappensiegen, 100% Neustarts. Und haben freigeschaltet in der Gruppe B das Cozy SR71. Entschuldigung. Und wir haben noch zwei Folierungen oder Lackierungen von mir aus auch freigeschaltet. Designs. Eins für den hier direkt. Sieht ganz witzig aus. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Und einen für Il Monster. Auch ganz hübsch, muss ich sagen. Eigentlich sehr cool. Ich hoffe allerdings, dass wir für Il Monster ein Martini-Design haben. Sehr schön. Dann sehen wir uns morgen wieder bei der Weekly. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.